Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Studio-Interview hier bei meinbezirk.at. Und es freut mich sehr und außergewöhnlich, denn heute wird's, ja, darf ich sagen, magisch. Und ich bin nicht derjenige, der hier die Magie verbreitet. Nein, es ist kein geringerer als FabFox, der bei Hi, uns. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Erste Frage vorweg, du bist der Fabian. Richtig. Das heißt, Fab genau. ist nein. Fab kommt von Fabian. Fox. Naja, der Fox kommt eigentlich von den Eigenschaften des Fuchses, also schnell, flink, schlau okay. und vielleicht so ein bisschen auch ja, überschauend. Überschauend, sehr gut. Ja, aber wir dürfen ruhig sagen, du bist Fabian Blochberger, ganz offiziell. Genau. Genau. Mein bürgerlicher Name, sozusagen, kann man sagen, ja. Und du kommst aus dem kleinen, beschaulichen Örtchen Krumbach im Bezirk Wiener in der Neustadt. Neustadt, genau. Eigentlich in der Stadtland im Endeffekt. Wiener genau. Stadtland, ja. Genau. Und wie wird man aus so einem kleinen, beschaulichen Örtchen so was Großes wie ein Magier? Ja, das beging eigentlich bei mir relativ bescheiden, damals mit dem Zauberkasten im Alter von 12 Jahren. Und ich habe dann also ganz klassisch. Ja, ja, ganz super, eigentlich super langweilig. Und habe dann in der Schule gezaubert für meine Mitschüler und Lehrer und so weiter. Und hatte aber dann immer diesen Traum schon als Kind, ich möchte einmal einfach viele Menschen auf einmal begeistern. Sprich auf der Bühne mit einer großen Bühnenshow. Und, und habe als Kind immer schon diese David Copperfield TV-Special verfolgt, damals, wie ich so 5, 6 Jahre alt war. Und habe dann eigentlich während Corona an meiner ersten großen Bühnenshow gearbeitet und dann so versucht, meine ersten Tricks und Illusionen zu bauen. Okay. Kannst du dich noch an die erste große eigene Illusion erinnern? Was war das? Boah, das war, glaube ich, also Trick oder Illusion jetzt? Also Trick war es, glaube ich, als Kind habe ich mal einfach eine Münze verschwinden lassen. Das war so mein erster Zaubertrick, den ich gelernt habe. Ja. Und meine erste eigene Illusion war eine Zeitreisemaschine, die ich gebaut habe mit meinem Team, okay. wo ich durch die Zeit reise in der Show und dann Kind werde wieder zum Schluss der Illusion. Klingt spannend. Ja, ist auch spannend. Auf Sehr alle gut. Fälle. Das heißt, du erfindest im Grunde aber auch eigene Illusionen. Das heißt, du sage ich ja, ich bin jetzt mal böse und sage, du stehlst nicht von anderen Magiern, nehme ich natürlich, mal an. Natürlich, man kann das Rad der Magie nicht neu erfinden. Es gibt schon Sachen, die waren alle schon mal in gewisser Art und Weise hier. Mhm. Ich glaube, die Kunst liegt dann darin, aus alten Methoden was Neues zu erschaffen. Und das versuche ich. Und dafür hast du eine eigene Strategie erzählt. Richtig, genau. Also ich lasse mich da einfach inspirieren von Träumen, von eigentlich menschlichen, ja, einfach menschlichen Träumen, was Menschen gerne träumen. Sei es fliegen, sei es teleportieren, sei es Zeitreisen, sei es die Zeit anhalten. Und dann versuche ich in meiner Show aufgrund dieser Träume Sachen zu kreieren und Geschichten zu erzählen, die Menschen einfach verblüffen und abholen. Das heißt, du hast sie jetzt schon angesprochen, diese Superkräfte, die man gerne hätte, wenn du es nicht per Illusion machen müsstest. Welche wäre deine Lieblingsfähigkeit? Ich glaube, das wäre tatsächlich teleportieren von A nach B in Sekundenschnelle. Weil? Ja, weil ich einfach gerne reisen würde und die Welt so erkunden würde. Und das wäre doch toll, wenn man sich einfach von Wien nach St. Pölten teleportieren könnte zum Beispiel. Ja. Ja. Gibt sicher auch bessere Ziele, aber das ist ja auch okay. Ja, als Zwischenstopp, ganz als okay. Als Zwischenstopp, genau. Ja gut, Magier ist jetzt natürlich ein sehr spezieller Berufswunsch. Das heißt, es wird vielleicht auch, oder war das für dich immer so Plan A und es gab gar kein, ja, wenn das nicht klappt, was wäre es Nein, also geworden? Natürlich, Plan A ist glaube ich, Magier jetzt nie. Also mein Plan A war eigentlich, ich wollte das machen, mit Medien auf der Bühne sein. Ich wollte Menschen unterhalten. Und dann nach der Matura habe ich gesehen, hey, ich kann von meiner Zauberei ganz gut leben. Ich war damals unterwegs auf Geburtstagen, auf Jubiläen, auf Hochzeiten als Tischmagier. Und habe immer diesen Traum mal gehabt, wie gesagt, dass ich eine eigene Show kreieren darf und eine eigene Show kreieren kann, wo dann die Gäste zu mir in die Show kommen und nicht ich zu ihnen komme aufs Event. Und natürlich, bis man so eine Show hat, vergeht auch einige Zeit. Ja, da vergehen viele Monate, Jahre, Wochen mit viel Training, mit viel Proben, mit viel Rückschlägen, aber das ja, gehört dazu. Absolut. Ich glaube, du hast ja auch deine erste eigene Tour komplett selbst geplant. Genau, also wir mussten sogar die erste eigene Tour absagen aufgrund von Corona damals. Mhm. Also wir haben geplant, ich glaube, damals waren 6 Stops, die geplant gewesen wären. Und wir mussten dann tatsächlich am Tag der Premiere, die war ausverkauft, die Show absagen,
weil wir dann in der Crew einen Corona-Fall hatten und wir jetzt nicht wussten, okay, haben wir alle Corona oder wie sieht es gerade aus? Und dann mussten wir die erste Tour eigentlich dann verschieben auf ein Jahr später. Das war schon mal der erste Rückschlag. Und ja, und dann haben wir das Jahr später, dann waren wir auf Tour dann tatsächlich und das komplett selbst finanziert, ohne Eventmanager, ohne Veranstalter. Da war ich dann quasi Künstler, Eventmanager, Booker, alles auf einmal. Und bei der aktuellen Tour Fabulous, das ist aber jetzt nicht rein deine Arbeit. Da dann mit Veranstalter, genau, richtig. Okay. Ganz genau. Und was darf man da so sehen? Ja, es ist eine spektakuläre Zaubershow, sehr, sehr modern für die ganze Familie. Wir machen viel mit Pyrobildern, wie man hier sehen kann. Mhm. Wir gehen weg von diesen typischen Box- und Glitzersakko-Zauberei, einfach zu wirklich moderner Show-Zauberei, die die Familie anspricht. Mhm. Hoffe ich zumindest. Also man weiß es ja nie, aber ich denke schon, wir kriegen das ganz gut hin. Aber ganz ungefährlich ist das doch auch nicht, oder? Das ist Berufsrisiko, das gehört dazu logischerweise. Ich meine, wir trainieren ja sehr hart dafür, wir trainieren teilweise 3-4 Mal die Woche mit meinem Team. Ja. Und was auf der Bühne gefährlich wirkt, ist eigentlich für uns schon Routine mittlerweile. Mhm. Wie das zum Beispiel hier, das ist unsere Akrobatik-Nummer, die ist ganz neu in der Show, wo wir jetzt dann auch Akrobatik machen und durch die Lüfte schweben. Sehr cool. Das heißt, wenn ich jetzt an Magier denke, klar gibt es halt diese klassischen Illusionen, aber man versucht dann trotzdem auch bei diesen bekannten Dingen trotzdem eine persönliche Note einzubringen. Auf alle Fälle. Wie schaut die bei dir aus? Was macht das? Ich glaube, bei mir kommt der Trick immer ganz am Schluss. Zu Beginn kommt mal einfach die Inszenierung, die Geschichte, die ich erzählen möchte als Magier. Welches Gefühl möchte ich dem Publikum mitgeben? Das Gefühl vom Träumen, dass Ziele erreichbar sind, dass ich das Unmögliche möglich machen kann. Mhm. Und dann kommt das der Trick für mich. Also bei mir beginnt es eigentlich beim Storytelling, bei der Musik, bei der Inszenierung, beim Bühnenbild. Ja. Und dann gehe ich quasi von hinten nach vorne zum Trick über. Und ich glaube, wenn ich es schaffe, dass ich Menschen auch mit Geschichten berühre, dann habe ich alles richtig gemacht. Absolut. Und du hast schon ein bisschen geübt, auch bevor du Zauberer warst. Ich meine, klar, du hast mit dem Zauberkasten schon jung angefangen, aber du hast auch beim Radio gearbeitet, als DJ gearbeitet. DJ war ich noch nie tatsächlich. Okay. Ich habe nur DJs gebucht auf Events damals. Also ja, ich war beim Privatradio Krone Hits, habe dort ein Praktikum gemacht und habe so also ein bisschen auch schon Medienluft schnuppern dürfen und habe eigentlich begonnen auch so ein bisschen als Eventmanager und Veranstalter und habe so wie ich 18 Jahre alt war, Schülerclubbings organisiert und veranstaltet. Und von da kam dann auch so ein bisschen auch schon so diese Erfahrung im Eventmanagement und die Erfahrung mit Licht, Ton, Video und Inszenierung. Und ja, war damals sicher ein ganz gutes Hilfsmittel, um jetzt meine großen Shows gut inszenieren zu können. Wie kann ich mir das unter Magier-Illusionisten eigentlich vorstellen? Ich meine, da gibt es jetzt Ehrlich Bartos, es gibt Tommy Ten, es gibt dich. Sind das Konkurrenten oder Kollegen? Ich glaube beides. Also natürlich, jeder Magier hat so seine eigene Show, seinen eigenen Stil. Zum Beispiel die Ehrlichs machen ja wirklich sehr, sehr groß und machen da ganz, ganz große Magie. Tommy Tandy machen viel auch mentalen Magie. Ich glaube, dass so jeder sein eigenes Steckenpferd hat und das ist gut so. Und somit kann sich auch jeder so ein bisschen unterscheiden voneinander. Aber du wirst sicher irgendein Vorbild haben. Ich glaube, ein Vorbild ist und bleibt David Copperfield, schon als Kind gewesen und ist immer noch David Copperfield. Einfach weil es geschafft hat, die Magie so ein bisschen einfach Mainstream zu machen, wenn man das so sagen mag. Das heißt einfach fürs große Publikum. Richtig. Im Grunde. Ja. Gab es das schon, dass jemand sagte, er würde gern einen Trick von dir übernehmen, vielleicht sogar abkaufen? Gibt es ja auch immer wieder. Es gab jetzt noch keine konkreten Anfragen tatsächlich, aber das kann natürlich in Zukunft gut passieren, dass sowas reinkommt. Ja. Also viele Magier connecten ja miteinander sehr, sehr gerne und tauschen sich aus, also warum nicht? Du bist ja noch recht jung, weil du warst schon vor Schönbrunn, auch mit speziellen Locations, aber was sind so Ziele, Wünsche, Amerika vielleicht? Oder sagst du, ich will doch lieber Österreich, deutschsprachig bleiben? Nee, ich glaube auf jeden Fall USA ist schon ein großes Ziel, dort irgendwie eine Show haben zu dürfen. Ist nicht zwingend Las Vegas, aber vielleicht einfach mal herumtouren dort zu dürfen oder generell einfach in Europa bekannter zu werden, sei es Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich glaube, mein Ziel ist einfach, das zu tun, was mir Spaß macht und große Shows zu spielen und Menschen begeistern zu dürfen. Das ist so mein Ziel.
Die Tour Fabulous, die geht jetzt dann bald wieder weiter, ist schon ziemlich vergriffen, auch bei den Tickets, aber es gibt da noch was für den Winter. Erzählen. Richtig. Und wir planen eine neue Show, die heißt Dream the Impossible. Wir kommen in die Wiener Markthalle und spielen da 3 Wochen lang am Stück eine ganz neue Show mit ganz neuen Effekten und Illusionen, bevor wir wieder mit Fabulous on Tour gehen. Okay, das heißt, das sind dann schon ganz neue Illusionen. Genau, also wir haben quasi nicht ganz neu, wir haben quasi, es ist eine Mischung aus altbekannten Klassikern von mir und aus neuem Material, was noch niemand gesehen hat. Okay. Schauen wir nochmal ein bisschen auf deine Ursprünge auch. Ja, wir haben jetzt ja gesehen, was du machst, wohin du willst. Aber wir haben gesagt, du kommst ja aus Grumbach. Genau. Und bist jetzt quasi, kann man sagen, selbstständig. Du lebst im Grunde vielleicht auch schon von der Magie. Das heißt, du kommst aber auch aus einer Unternehmerfamilie, denn Eiscreme ist bei dir ganz hoch im Kurs, habe ich mir sagen lassen. Genau, richtig. Ja. Also meine Eltern finden einen Eiskreisler in Grumbach. Ja. Und genau, ich bin eigentlich ganz bescheiden am Bauernhof aufgewachsen vor 20 Jahren und ja, bin in Grumbach groß geworden. Wo mittlerweile in Wien und pendle immer zwischen Grumbach und Wien hin und her. Das heißt, die Eltern und Familie waren wahrscheinlich auch die Ersten, die verzaubert wurden. Das waren die ersten Unterstützer und die ersten Kritiker und die ersten ja, Supporter. Aber ganz, ganz wichtig. Gibt es da dann gar keine Ambitionen oder Druck von den Eltern, die sagen, übernimm doch das Familienunternehmen? Nee, also Gott sei Dank echt nicht. Ich glaube, für Volz, weil die immer gemeint haben, hey, du kannst in die Welt rausgehen, machen, was dir Spaß macht. Okay. Und der Betrieb ist ja immer noch hier. Ich habe noch junge Eltern, die auch selber voll im Tatendrang sind und selber das lieben, was sie tun. Insofern, wenn ich mal sagen würde, vielleicht in ein paar Jahren, ja, ich möchte es doch wieder zurück zum Betrieb, geht das mir offen. Aber aktuell ist einfach wirklich mein Fokus und mein Fokus liegt, Magier zu werden. Also Magier bin ich ja schon, aber halt einfach größere Shows zu spielen und auf Tour zu sein und meine Karriere zu pushen. Aber jetzt ist ja auch gerade wieder die Zeit, ne, für Eis. Es geht langsam wieder los. Hast du so eine Lieblingseissorte? Alle Sorten von uns. Also es gibt da keine schlechten Sorten. Aber natürlich, ich habe so ein paar Favorites. Vielleicht Butterkeks finde ich super toll mit der Kombination Himbeere und Top. Das ist einzigartig. Kann ich empfehlen. Butterkeks, Himbeere. Beste Kombi. Werden wir mal ausprobieren, wenn wir mal bei deinen Eltern zu Besuch sind oder halt in Sehr den Filialen. Bescheid geben, auf alle Fälle. Sehr gut. Und du hast, glaube ich, noch eine Kleinigkeit dabei, oder? Ja, wenn du was sehen willst. Ja, immer. Ja, das trifft dich gut. Wir wollen uns natürlich auch von der Zauberkraft überzeugen. Ich habe eine Armbanduhr dabei. Und du siehst ja gerade noch die aktuelle Uhrzeit in der Uhr. Ja. Kann man das sehen für die Kamera? Perfekt. Ich würde dir mal gerne ein bisschen umstellen, die Uhr. Super. Er kann die Zeit. Vielleicht mach mal die Hand auf, die flache Hand so. Leg dir mal die Uhr hier hin und bleib ganz, ganz genau so, ja? Mhm. Ich habe dir nicht abgesprochen, oder? Nein, perfekt. Gar nicht. Sag mir mal eine Stundenanzahl, die dir gerade einfällt, ganz spontan, zwischen 1 und 12. 10. 10 Uhr. Mhm. Vielleicht noch eine Minutenanzahl dazu, 10 Uhr. 17. 10 Uhr 17. Ja. Bist du sicher? Magst du noch mal tauschen? Okay, 10 Uhr 23. Er wollte nochmal tauschen. 10.23 Uhr, stimmt okay, das? Ja. Ich probiere was. Denn in meiner Uhr habe ich vorher ganz genau eine Uhrzeit eingestellt. Kannst du das sehen? Ist nicht dein Schau mal nach. Ernst. Zeig das in die Kamera hier. Hier ist ganz genau 10.23 Uhr. Was wäre gewesen, wenn ich 10.17 Uhr geblieben wäre? Ja, das sehr ist die cool. Magie. Sehr cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da Danke warst. Danke für die Einladung und bis bald. Und wer mehr erleben möchte von Fab Fox, der kann das natürlich tun auf seinen zwei Touren jetzt. Eine läuft noch, eine kommt im Winter mit den Shows. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg und vielleicht klappt es auch bald mit Amerika. Hoffentlich. Danke, Eugen, und bis bald. Ciao. Danke.